Geworden. Anne! Verschwinde! Was hast du denn? Du bist ein Lügner, Stefan. Ein verlogenes Stück Dreck. Aber das war doch nur eine Frage. Nach einer kleinen Gefälligkeit. Einer klitzekleinen Gefälligkeit. Ich bin dumm, so dumm. Du meinst gar nicht mich. Du hast nie mich gemeint. Du hast nur was mit mir angefangen, weil ich seine Tochter bin. Der Unsinn. Du möchtest, dass ich mit ihm rede? Dass ich ein Wort für dich einlege? Ja, auf dich hört er. Vergiss es! Schon gut, schon gut. Ich hab gedacht, du bist anders. Aber du bist es nicht, Stefan. Verschwinde! Anne, komm, ich kann dich doch hier nicht alleine lassen. Komm. Verschwinde heißt bei mir verschwinde. Ich glaube kaum, dass er vor Mitternacht zurückkommt. Dein Zimmer ist fertig. Danke. Es ist wirklich ein großes Glück, dass ich übernachten kann. Das spart mir so viele Umstände. Mir auch, Ronald. Mir auch. Und Gästezimmer sind dazu da, dass man Gäste hat. Irene. Na? Alles schon in der Spülmaschine? Ja. Du bist ein Schatz. Stefan sollte längst wieder da sein. Ja, das kann dauern. Anne wohnt ziemlich weit weg von hier. Sie ist mit dem Taxi gekommen, sie hätte mit dem Taxi wieder heimfahren können. Dein Vater wollte höflich sein, du kennst ihn doch. Er hat sicher nichts dagegen, wenn wir alle schon zu Bett gehen. Ich sehe, du kannst es kaum erwarten. Guten Abend. Können wir Ihnen helfen? Nein. Wo wollen Sie hin? Heim. Wo ist das? Schrafberg. Nach Schrafberg sind es 5 Kilometer durch den Wald. Das weiß ich selbst. Können Sie sich ausweisen? Meine Tasche. Mein Name ist Anne Fellhorn. Die meisten Leute kennen mich. Sind Sie verwandt mit Rainer Fellhorn, dem Kunstsammler? Mein Vater. Schön, dass Sie wenigstens ihn kennen. Darf ich jetzt weiter? Zu Fuß. Mit den Schuhen und bei Nacht würde ich Ihnen nicht empfehlen. Auf Ihre Empfehlung kann ich verzichten.
Steigen Sie ein. Wissen, wer das ist? Das war Mord. Ganz ruhig. Ganz, ganz ruhig. Lisa, wir haben brennendes Auto Richtung Strasslach. Wir brauchen Feuerwehr, Notarztwagen. Was? Der Grenzstein da vorne, 10 Meter, und das wäre nicht mehr unser Fall. Weiß man, wie das Auto in Brand geraten ist? Die Streife da war in der Nähe, sie hörte eine Explosion. Wer ist die Frau? Eine Zeugin, Anne Fellhorn. Sie hat zu den Kollegen gesagt, dass das Mord war, als sie den brennenden Wagen gesehen hat. Wer war im Wagen? Nur der Fahrer, er wurde durch die Explosion rausgeschleudert, da war nichts mehr zu machen. Sieht nach Sprengstoff aus, ne? Kollegen vom LKA müssen her. Na gut, da mache ich Ihnen mal die Freude. Weiß man schon Näheres über den Fahrer? Ein Mann namens Stefan Klaasen, sagt die Zeugin. Was sagt ihr denn sonst noch? Nichts, bis jetzt. Frau Fellhorn? Ich bin Viktor Siska. Ich möchte zu meinem Vater. Sie können ihn gerne verständigen. Haben Sie ein Handy? In meiner Handtasche. Und die war im Wagen. Wieso war Ihre Handtasche in dem Wagen? Ich bin vorhin auf dem Parkplatz dort hinten ausgestiegen, da habe ich sie liegen lassen. Und warum sind Sie ausgestiegen? Ich möchte zu meinem Vater. Frau Fellhorn, wir sind von der Mordkommission. Wir wurden gerufen, weil Sie gesagt haben, es war Mord. Das habe ich nicht gesagt. Sie hat es gesagt, ich habe es notiert. Ich weiß nicht, was er gehört hat, ich habe nichts dergleichen gesagt. Wo wohnt denn Ihr Vater? Schrafberg. Kommen Sie, ich bringe Sie. Viktor Siska, mein Kollege Herr Dahlberg. Stefan ist tot. Stefan ist tot. Was wollen Sie von meiner Tochter? Wir wollten sie nur sicher nach Hause bringen. Danke. Von welcher Abteilung sind Sie? Mordkommission. Mordkommission? Wir sind zuständig, weil Ihre Tochter sagt, es handle sich um Mord. Das habe ich nicht gesagt. Das haben Sie nicht gesagt. Ich denke, dass meine Tochter jetzt erst einmal Ruhe braucht. Sind wir uns da einig? Ja. Wir kommen wieder. Die Recherche können wir uns sparen. Den Mann kenne sogar ich. Fellhorn ist doch irgendwas Großes in der Industrie, oder? Mal gewesen, hat dann alles aufgegeben, kümmert sich jetzt angeblich nur noch um seine Kunstsammlung. Und um seine Tochter offenbar. Ja, ja, die beiden sind ganz eng. Aber eine Gelegenheit haben wir verpasst. Wieso? Ich fürchte, jetzt werden wir nicht mehr erfahren, was sie damals gemeint hat bei der Explosion, als sie sagte, es war Mord. Sie hat meine Aussage gemacht. Bleiben Sie dabei? Ja, sie hat Mord gesagt. Es war auch für Sie eine Ausnahmesituation. Also, da kann man sich schon mal verhören. Ich habe mich nicht verhört. Es steht Aussage gegen Aussage. Frau Fellhorn und der Polizist. Ich weiß, wem ich glaube. Schon neue Erkenntnisse? Nein, wir sind eben erst gekommen. Ja,
Janne, lassen Sie uns was tun. Haben wir die Adresse von dem Fahrer? Stefan Klaassen, Birkensteig 14. Dann stellen wir fest, ob er Hinterbliebene hat, die noch nicht wissen, dass sie Hinterbliebene sind. Dann kümmere ich mich hier um die weiteren Ermittlungen. Ja, aber nicht bei der Arbeit stören. Edith? Edith? Edith! Was ist denn los? Stell mir eine Gästebetreuung, das tut mir aber leid! Ich suche die Nummer von den Feldhorns, die stehen hier nicht drin. Das ist eine Geheimnummer. Vielleicht wollen sie einfach nicht gestört werden mitten in der Nacht von irgendwelchen hysterischen... Ich will auch die Nummer! Ich hab sie nicht. Stefan kommt und kommt nicht zurück. Ich mach mir Sorgen. Ich will wenigstens anrufen und fragen, ob er schon losgefahren ist. Ich habe nur Annes Handynummer. Unten beim Telefon. Sieh da mal nach. Hab ich schon, da rührt sich nichts. Und auf Stefans Handy rührt sich auch nichts. Er geht nicht ran, sie geht nicht ran. Nur rate mal. Du glaubst wirklich, alle sind wie du. Weißt du, was ich denke? Dass du dringend einen Psychiater brauchst. Na, du hast mehr an. Guten Abend. Ich bin seine Tochter. Verzeihung. Sie sind von der Polizei und es geht um meinen Vater, habe ich recht? Viktor Siska, das ist mein Kollege Herr Hane. Was ist mit ihm? Dürften wir kurz reinkommen? Was Ernstes? Frau Klaassen? Er lebt nicht mehr. Soll heißen, sie wollen euch was sagen. Und vielleicht hört ihr es sogar gern. Zieht euch was an, die sind von der Polizei. Ja. Herr Dahlberg? Das war ein Sprengsatz. Klein, aber mit Wucht. Im Wagen oder von außen angebracht? Im Wagen. Das Ding detonierte eindeutig auf dem Fahrersitz. Ich denke sogar, er hat damit hantiert. Er hält mitten in der Nacht auf offener Straße und hantiert mit einem Sprengsatz. Vielleicht wusste er nicht, was er in der Hand hält, weil es hübsch verpackt war. Geschenkpapier. Exklusives Design. Nicht billig. Billig war an diesem Sprengsatz nichts. Das war saubere Arbeit. Ja, wie sauber? Ja, soll heißen, das Ding hat kein Laie gebastelt. Da steckt Wissen dahinter. Dann wissen Sie also noch gar nicht, was wirklich passiert ist. Stefan ist tot, das ist passiert. Reicht das nicht? Ich kann nur sagen, mein Mann war ein guter Fahrer. So ein Unglück kann auch andere Gründe haben. War Ihr Mann denn nüchtern, als er hier losfuhr? Er war immer nüchtern. Er hätte es nie gewagt, Alkohol zu trinken und sich dann ans Steuer zu setzen. Stefan hatte eine Firma für Sicherheitselektronik. Alarmanlagen und so. Da achtet man auf sein Bild in der Öffentlichkeit. Sie haben etwas gefeiert? Ja, sozusagen. Meine Tochter ist auf Urlaub hier. Sie besucht eine Hotelfachschule und wollte uns zeigen, was sie da so gelernt hat. Sie ist ein gutes Kind. Sie waren zu fünft? Ja, ich habe Ronald dazu eingeladen. Er ist ein alter Freund. Ihr voller Name, bitte? Ronald Erich Bergmann. Vielleicht haben Sie schon mal von mir gehört. Ich bin bei der Presse. Ja, nein, lese ich vielleicht die falschen Blätter. Und Anne war noch dabei, Anne Fellhorn. Wegen ihr ist Stefan ja noch mal weg. Er wollte sie heimbringen. Was ist eigentlich mit Anne? Sie war nicht mehr im Wagen. Ah, ein Glück. Sie ist eine... Freundin des Hauses? Ja, neuerdings. Wir sind mal zusammen zur Uni gegangen, haben uns dann aber aus den Augen verloren. Seit ihrer Scheidung ist sie wieder im Land. Ich habe gedacht, ich melde mich mal bei ihr. Vielleicht braucht sie Zerstreuung. In den letzten Monaten haben wir uns dann öfters gesehen. Anne Fellhorn ist geschieden? Ja, zum vierten Mal.
Irgendwie stimmt da immer etwas nicht mit ihren Männern. Gestern Abend ging es ihr jedenfalls gut. Gestern Abend ging es uns allen gut. Es tut mir wirklich so leid. Ja. Ich rufe dich an. Ja. Wohin? Nach Hause, packen. Ich nehme den Mittagsflug auf die Bahamas. Oh, da muss ich Sie aber bitten, das zu verschieben. Sind Sie verreckt? Nein, Beamter. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich bin bei der Presse. Ja, natürlich haben Sie das gesagt. Dann haben Sie ja sicher auch viel mehr Verständnis, nicht wahr? Vielleicht sollte das Ihr Vorgesetzter entscheiden. Na, natürlich, gerne. So. Hier. Dieses Mal komme ich Ihnen noch entgegen. Oh, das ist aber freundlich von Ihnen. Wo wohnen Sie denn? Harzer Straße 5. Ich muss hier raus, ich muss in die Luft. Das darf ich doch, oder? Ja. Ja gut. Sie halten sich zu unserer Verfügung. Das wissen wir schon Bescheid. Frühstück hatte ich noch im Handschuhfach. Gebrannte Mandeln, nein. Das Zeug hält ewig. Da steckt Wissen dahinter, sagte der Techniker. Wirklich. Das gibt der Sache doch eine gewisse Größenordnung. Erstmal brauchen wir die Fakten. Das Spekulieren kommt später, Dahlberg. Aber wir betrachten es jetzt als Mord? Ja. Und wie gehen wir vor? Hanne und ich befragen die Familie. Ja, das verspricht einiges an Hintergrund. Und Sie, Dahlberg, übernehmen den angenehmeren Teil. Soll heißen? Anne Fellhorn, ich möchte so viel wie möglich wissen über diese Frau und stellen Sie fest, ob die nur vorhin so überspannt war oder ob das bei ihr ein Dauerzustand ist. Toll, wo fange ich denn da an? Moment, wozu habe ich meine Visitenkartensammlung? Genau. Hier, Moment. Ja, versuchen Sie es mal da. Anne-Mone Littbarski, Chefredakteurin der Zeitschrift Frauen, was ist das? Ein Unterhaltungsblatt für die reifere Frau, alles über Königshäuser, Fürstentümer und Millionärstöchter. Ich bin sicher, da bekommen Sie erschöpfende Auskunft. Sie haben da so einen ganz komischen Unterton. Nein, 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 Sie werden sehen. Ein unvergesslicher Eindruck. Geh schlafen, Anna. Ich kann nicht. Geh schlafen und denk nicht so viel. Du machst dich verrückt. Es war falsch. Was war falsch? Dass ich es mir nochmal überlegt habe. Ich hätte gleich alles sagen sollen, die ganze Wahrheit. Aber das kann ich ja immer noch. Nein, Anna! Das kannst du nicht! Das würde dein Leben zerstören. Mein Leben ist zerstört. Das ist es doch. Schon lange. Nein, Anne. Das ist es nicht.
Aber es gibt andere Wege, um da rauszukommen. Und wir werden einen finden. Soll ich noch mit dir kommen? Edith, dein Mann ist erst seit ein paar Stunden tot. Mir ist noch Trost. Willst du, dass die Leute reden? Das können wir wirklich nicht gebrauchen. Fahr nach Hause, ruh dich aus. Wir haben alle Zeit der Welt. Frau Mertens? Ja, bitte? Bergmann hier. Bitte? Herr Bergmann. Ach, Frau Mertens, ein Glück, dass Sie schon wach sind. Ich habe meinen Schlüssel irgendwie verloren. Ich bräuchte einen Zweitschlüssel. Dankeschön. Was machst du denn hier? Du wohnst hier zur Miete. Wie bitte? Du hast immer so getan, als wäre das hier deine Eigentumswohnung. Das stimmt gar nicht. Ich habe den Brief von deinem Vermieter gefunden. Du bist 3 Monate im Rückstand. Du hast hier rumgeschnüffelt. Ist ja widerlich. Sagt der Journalist. Ich denke, Schnüffeln ist dein Beruf. Deine Kontoauszüge habe ich auch gesehen. Schöne Zahlen, alle fünfstellig. Nur das Minus vorne dran stört. Raus hier! Zurück ins Regal damit. Neben den Ordner mit den Vorladungen. 3 Verfahren laufen gegen dich wegen Verleumdung. Man hat's nicht leicht als Enthüllungsreporter, was? Ich hab gesagt, raus hier! Was ich komischerweise nirgends gefunden habe, sind Einnahmen. Kauft dir keiner mit deiner erfundenen Geschichten ab? Hat sich worum gesprochen, dass du Klagen anziehst? Mistcheck. Frauen schlagen. Tiefer kann man nicht sinken. Ich habe gespürt, dass bei dir was faul ist. Es passt dir gut, dass Stefan tot ist. Du brauchst dringend eine reiche Witwe. Willst du mir was unterstellen? Ich stelle nur fest, dass du am Ende bist. Weiß Edith Bescheid? Natürlich nicht. Die gibt sich ja nicht mit einem Versager ab. Keiner weiß Bescheid, stimmt's? Dann warte bis heute Abend. Da weiß es jeder. Hau endlich ab. Es war schnell. Anne Fellhorn. Oh, du lieber Himmel. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Sie ist ja sowas von ergiebig. Im Moment hält sie sich ein bisschen still, aber es gab Zeiten, da hatten wir jede Woche 2 Seiten voll mit ihr. Sie taumelt von Mann zu Mann und findet doch nie das Glück. Sowas liest man ja immer wieder gerne. Alicia, die Hundebabys nehmen wir auf Seite 3. Da fehlt uns noch etwas mit Gefühl. Sind doch süß, oder? Und woran liegt es, dass sie kein Glück findet? Oh, ich denke, sie hat eine große innere Einsamkeit.
keine Mutter, keine Geschwister, nur der Vater. Und der hatte früher auch nie Zeit für sie. Ja, wie, keine Mutter? Was ist denn mit ihrer Mutter? Annas Mutter starb, als sie 14 war. Das war doch die große Tragödie. Darüber setzen wir dann noch 3 kleine Herzchen, hm? In Rosa. Alles klar. Welche Tragödie? Na, sie hat sich doch umgebracht. Annas Mutter hat sich umgebracht? Ja, weil man kam hinter ihr vorleben. Vor ihrer Hochzeit mit Fellhorn nämlich, da war sie eine, Sie wissen schon, eine Liebesdame. Ah, Sie meinen eine Prostituierte? Oh la la, das ist doch kein Wort für unsere Leser. Wie dem auch sei, man kam hinter ihr Vorleben, sie brachte sich um und die kleine Anne war plötzlich mutterlos. Sowas schlägt sich natürlich aufs Gemüt. Wir schreiben darunter Waisen im Tierheim. Haben Menschen denn kein Herz? Das ist ein Bauernhof, kein Tierheim. Ein Paradies für Hunde. Stimmt. Danke. Retuschieren. Der Hintergrund muss weg. Okay. Ja, und von da an wurde die kleine Anne auffällig. Ihre Streiche im Internat, die Nächte in Saint-Tropez, ihre erste Hochzeit, ihre zweite Hochzeit, ihre dritte, ihre vierte Hochzeit. Ich glaube, ich kann folgen. Demnach ist eine gewisse, na sagen wir mal, überspannte Art bei ihr durchaus an der Tagesordnung. Sie leidet eben am Leben. Ich kenne das von mir. Wir Sensiblen haben es nicht leicht. Die Firma Glasen hat eine ansprechende Website. Ah, Fassade. Ich denke nicht. Soweit sich feststellen lässt, geht's der Firma gut. Keine von den ganz Großen, aber solid und seriös. Jetzt, da wollen wir gleich mal schauen, ob über den Reporter auch etwas zu finden ist. Diesen Ronald Bergmann. Aha. Viktor Siska? Ja? Ja, ja. Ja, der soll hochkommen. Danke. Seinem Auftreten zufolge müsste er ja eine ganz große Nummer sein. Aber anscheinend schreibt er nur für billige Blätter. Die Sorte viel Busen und wenig Fakten. Wetten, dass wir gleich mehr über ihn wissen? Er kommt hoch. Sie schon da? Bitte? Sie war noch nicht da. Von wem sprechen Sie denn? Diese kleine Kröte. Darf ich mal raten? Sie meinen Irene Glasen, aber erstmal guten Tag. Ja, guten Tag. Ich hätte wetten können, dass sie sofort zu Ihnen läuft. Und jetzt wollten Sie ihr mit irgendetwas zuvorkommen, ja? Danke. Sie ist heute Morgen nämlich bei mir eingebrochen. Und hat in meinen Papieren gewühlt. Und da hat sie etwas gefunden, das Ihnen nicht behagt. Ich bin momentan in einer größeren Verlegenheit, finanziell. Aber das muss ja nicht gleich jeder wissen. Sie haben kein Geld, aber Sie wollten doch auf die Bahamas. Ja, das habe ich so gesagt. Ein Kollege von mir hat eine Berghütte. Dorthin wollte ich mich für ein paar Wochen zurückziehen und meine Lage mal überdenken. Das heißt, Sie sind ein Hochstapler? So überspitzt würde ich das nicht formulieren. In jedem Fall wollten Sie es uns persönlich sagen und nicht, dass wir es aus zweiter Hand erfahren. Irene hasst mich. Sie wird alles völlig verzerrt darstellen. Und sie wird Ihnen sicherlich auch von Edith und mir erzählen. Was? Dass Sie beide ein Verhältnis haben? Nö, nee, ist keine Überraschung für uns. Sie könnten falsche Schlüsse ziehen. Zum Beispiel? Dass wir beide Stefans Tod gewollt hätten. Und das wäre ein falscher Schluss? Tja, weil uns die Gegebenheiten durchaus behagten. Edith und ich, wir wollten nicht mehr als das, was es war. Ein kleines Treffen zwischendurch, ohne tiefere Verpflichtungen. Sind Sie sicher, dass Edith Glasen das genauso sieht? Ja, absolut. Ja, Hanne. Ach, das trifft sich gut. Ja, schicken Sie sie hoch. Wie lange läuft das denn schon so? Zwischen Edith und mir. Seit Jahren. Mit Unterbrechung. Immer wenn uns danach ist. Edith braucht diese kleine Eskapade. Stefan war immer so bieder. Obwohl? Obwohl was? Gestern Abend beim Abendessen, da gab es Blicke. Was waren das für Blicke? Heiße Blicke. Zwischen Stefan und Anne Fellhorn. Sie verstehen, was ich meine. Nein. Aber sind Sie sicher? Ja. Zwischen den beiden, da lief was. Bei sowas kenne ich mich aus. Hallo? Du bist umsonst gekommen. Ich
habe Ihnen schon alles gesagt. Es gibt ja noch genügend andere Leute, denen ich es sagen kann. Gut. Dann muss ich mir seinetwegen den Mund nicht schmutzig machen. Ich komme auch noch aus einem anderen Grund. Ich habe das Recht dazu. Und auch die Pflicht, er muss doch identifiziert werden. Ich habe es Ihnen schon einmal gesagt. Es ging ja auch anders. Wie denn? Ja, zum Beispiel über die Unterlagen von seinem Zahnarzt, Frau Klaassen. Ihr Vater ist verbrannt. Ich halte es nicht für richtig, dass Sie das tun wollen. Ich bin seine Tochter und ich bin volljährig. Sie können mir das nicht verweigern. Ja, er ist es. Das haben wir auch nie bezweifelt. Er war ein guter Mensch. Er war so anständig. Er hätte niemals so sterben dürfen. Frau Klaassen, ich habe gedacht, Sie sind gekommen, um von Ihrem Vater Abschied zu nehmen. Aber jetzt habe ich den Eindruck, Sie sind gekommen, um sich noch mehr Hass zu holen. Wer das getan hat, verdient nicht, dass er lebt. Zählen Sie mal nach, wie viele Leute von seinem Tod profitieren. Es gibt nur zwei. Du zählst schon das Geld? Es ist weniger, als ich dachte. Dein Vater taugte wirklich nicht viel als Geschäftsmann. Das ist schlimm. Schlimm, wenn man sich nicht im Griff hat. Kannst du dir vorstellen, wie sehr du mich anwiderst? Ja, das kann ich. Aber das ist wohl eher dein Problem. Stefan war blind, der hat nie begriffen, was für ein Monster du bist. Red keinen Unsinn. Ich komme einfach nur besser als du damit zurecht, dass die Dinge im Leben nun mal so sind, wie sie sind. Höchste Zeit, dass du das auch lernst. Ich kann das nicht lernen, ich habe nämlich Gefühle. Vergiss nicht, dass ich deine Mutter bin. Zur Hälfte bist du genauso wie ich. Ob du willst oder nicht. Ja, und an diese Hälfte sollte ich öfter mal denken. Und da kann ich dir gleich mal sagen, dass ein paar Dinge im Leben nicht so sind, wie du glaubst, dass sie sind. Der Bericht vom LKA, eben reingekommen. Sind die Zuständigkeiten endlich geklärt? Ja, wir ermitteln zu dem Mord und die ermitteln zu dem Sprengsatz. Sie wirken richtig beeindruckt. Der Sprengsatz war wohl ziemlich raffiniert gemacht. Naja, dass das ein Profi war, das wissen wir ja schon. Als Geschenk verpackt in einem Etui mit Seidenfutter. Würde erklären, warum Klaassen so plötzlich angehalten hat. Er wollte das Geschenk auspacken. So, bitte. Endlich! Ich bin nicht gern in Prominenz allein. Meine Tochter ist bereit, mit Ihnen zu reden, ohne Gegenwart eines Anwalts. Ich hoffe, Sie wissen das zu würdigen. Natürlich. Kommt aber darauf an, was sie uns zu sagen hat. Alles, was Sie wissen möchten. Gut. Setzen wir uns. In dem Moment der Explosion, da haben Sie gesagt, es war Mord. Warum? Diese Frage wurde bereits gestellt und sie wurde Ihnen beantwortet. Meine Tochter hat nie von Mord gesprochen. Nächste Frage. In welcher Beziehung standen Sie zu Stefan Klaassen? Liebe. Also, wenn ich nur solche Antworten bekomme, dann geht das etwas ausführlicher, bitte. Was gibt's denn da auszuführen? Liebe ist Liebe. Aber Sie beide kannten sich noch nicht so lange, richtig? Stimmt, sowas geht manchmal schnell. Stefan gefiel mir auf Anhieb. Er hatte sowas Anständiges. Das war mal was Neues. Und? Erwiderte er Ihre Gefühle? Danke, Anna. Es ging von ihm aus. Ich erwiderte seine, weil ich sie für echt hielt. Aber Sie waren es nicht. Als er mich am Abend nach dem Essen nach Hause fuhr, da sagte er, ich solle mit Vater reden, damit er den Zuschlag erhält für den Einbau der Sicherheitsanlage. Ich will meine Kunstsammlung der Öffentlichkeit zugänglich machen und das erfordert größere Einbauten. Tja. Und da begriff ich, dass er mich nur benutzen wollte. Deshalb sind Sie so überstürzt aus einem Wagen ausgestiegen? Mhm.
Meine Tochter hat ihren Stolz. Und Stefan Klaassen fuhr einfach weiter? Ich ließ ihm keine Wahl. Haben Sie vielleicht ein Geschenk in dem Wagen liegen sehen? Oder haben Sie ihm etwas geschenkt? Das wäre ja wohl das Allerletzte. Oder ist Ihnen irgendetwas an dem Wagen aufgefallen? Etwas Ungewöhnliches? Ach, wissen Sie, ich war verliebt. Da ist man blind für alles andere. Ich finde, das sollte Ihnen genügen. Für jetzt ja. Oh, das ist ja der Bericht vom LKA. Das ist aber spannend. Na, hat doch ganz schön was gebracht, das Gespräch. Was? Gar nichts hat's gebracht. Die wichtigste Frage, warum sie gesagt hat, es war Mord, ist immer noch offen. Sie hat einen leicht hysterischen Charakter. Und sie stand zusätzlich unter Schock. Also, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie das einfach so dahingesagt hat und sich jetzt tatsächlich an nichts mehr erinnert. Das ist aber interessant, ja? Was denkt ihr, was er auf den Knien hatte? Ach so, ihr habt den Bericht noch gar nicht ganz gelesen. Doch? Ja, durchgeblättert. Stefan Klaassen hatte einen Gegenstand auf den Knien, als es zur Explosion kam. Man fand Reste von Leder und eine angeschmolzene Metallschnalle. Anne Fellhorns Handtasche. Nichts wie los. Frau Fellhorn? Ja? Eine Frage noch. Können Sie mir sagen, was sich in Ihrer Handtasche befand? Handy, das wissen Sie ja. Schlüssel, Geld, Make-up, das war's dann schon. Stefan Klaassen hatte Ihre Tasche auf den Knien, als die Bombe hochging. Es liegt nahe, dass er etwas herausgeholt hat, was dann die Explosion auslöste. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Begreifen Sie, was das heißt? Wenn der Sprengsatz tatsächlich in Ihrer Tasche war, dann war er möglicherweise für Sie. Deshalb kamen Sie mir so schwer vor. Was meinen Sie damit? Naja, als ich bei Klaasens aus dem Haus ging, da fühlte sich die Tasche schwerer an als sonst. Ich habe nicht weiter darauf geachtet. Und dann, als wir auf dem Heimweg diesen Disput hatten, weil ich Stefans wahre Absichten begriff, habe ich ohnehin nicht mal an meine Handtasche gedacht. Das würde heißen, man hat Ihnen heimlich was zugesteckt. Danke für die Auskunft. Edith. Das habe ich mir gedacht, dass ich dich hier finde. Na, bleib nur sitzen. Irene hat mir von ihrem Besuch bei dir erzählt. Du hast dir doch hoffentlich nicht geglaubt. Nein, natürlich nicht. Deine Tochter ist krank. Richtig krank. Sie braucht Hilfe. Das lass nur meine Sorge sein. Ich habe ein paar von den Redaktionen angerufen, für die du angeblich gearbeitet hast. Und denen habe ich geglaubt. Ist schade. Schade, Ronald. Du warst mal eine richtig große Nummer. Ich habe gerade einen kleinen Durchhänger, aber das wird schon wieder. Du hast mir die ganze Zeit was vorgemacht. Das nimmst du doch bitte nicht persönlich. Doch, das tue ich. Denk doch an die schöne Zeit, die wir miteinander hatten. Ja, aber nur weil ich geglaubt habe, dass zwischen uns diese miesen Spielchen nicht nötig sind. Du hattest recht heute früh. Es ist nicht gut, dass wir uns sehen. Wenn du Trost brauchst, dann hebe ich ihn mir vom Konto ab. Tschüss. Na, das läuft doch jetzt richtig flott. Und genau den Eindruck habe ich nicht. Hane, jetzt machen Sie mal. Na, den Fall meine ich. Wenn der Anschlag Anne Fellhorn galt in Wirklichkeit, dann ist doch alles einfacher, als wir dachten. Ja? Warum? Na ja, weil es dann nur noch drei Verdächtige gibt. Genau. So wie es aussieht, hat ihr jemand bei Klaassens das Ding in die Handtasche gelegt.
Stefan Klaassen selbst scheidet aus, sonst hätte er es nicht aufgemacht. Bleiben seine Frau, seine Tochter und der Hausfreund. Und wir müssen jetzt nur noch herausfinden, ob einer von den dreien in der Lage ist, so ein Ding zu basteln. Oder ob er jemanden kennt, der es basteln kann. Sind alles ganz spannende Überlegungen, liebe Kollegen, aber ich glaube, ihr macht einen kleinen Denkfehler. Welchen? Da gebe ich euch Zeit, bis morgen früh drüber nachzudenken und es herauszufinden. Aber wir bleiben schon noch an diesen Leuten dran. Ja, ja, gleich morgen früh kümmern wir uns um die Witwe. Gut. Nein, Dahlberg, Sie nicht. Hanne, spielen Sie irgendwann mal weiter. Versuchen Sie doch bitte etwas mehr Informationen über Familie Fellhorn herauszufinden. Und damit meine ich nicht nur diesen Klatsch und Tratsch, sondern richtige Informationen, was Seriöses. Sie denken immer noch, ich hätte Anne Fellhorn nicht so viel sagen sollen. Ja. Aber wenn das ein Anschlag auf Sie war, dann muss Ihnen doch jemand klar machen, dass sie immer noch in Gefahr ist. Ihr Vater passt ganz gut auf Sie auf und ich rechne nicht mit einem weiteren Anschlag. Er weiß mal wieder mehr als wir. Nein, weiß er nicht. Das ist nur so ein Gefühl. Kein Gefühl. Sein Verdacht. Hanne. Ja, jetzt hab ich's. Herr Bergmann, geht's Ihnen nicht gut? Haben Sie hier geschlafen? Jetzt erinnere ich mich wieder. War etwas fröhlich gestern Abend. Fröhlich? Ja, weil das Leben so schön ist. Hier ist Irene. Schade, dass du nicht da bist. Vielleicht interessiert es dich, dass ich auf der Bank war, wo du dein Konto hast. Du ahnst gar nicht, was die alles noch nicht wussten. Ich schätze, da kommen jetzt viele, viele Fragen auf dich zu. Viel Glück und alles Gute. Morgen. Morgen. Guten Morgen. Und? Ist die Sache geklärt? Leider nein. Im Gegenteil, wir haben noch ein paar Fragen. Ja, bitte. Morgen. Guten Morgen.
Ja, meine Tochter zieht es vor, im Wohnzimmer zu frühstücken. Sie findet es zu mühsam, mit mir am Küchentisch zu sitzen. Gibt es was Neues? Ja, neue Fragen. Unsere Fragen an Sie sind ziemlich privater Natur. Ach, meine Tochter darf ruhig mit dabei sein. Dann kann sie sich das Schnüffeln hinterher ersparen. Nur zu. Direkte Fragen bitte, die sind mir am liebsten. Hat Ihr Mann gewusst, dass Sie ein Verhältnis mit Ronald Bergmann hatten? Das würde mich wundern. Er war in solchen Dingen ziemlich unbedarft. Haben Sie gewusst, dass Ihr Mann ein Verhältnis mit Anne Fellhahn hatte? Du lieber Himmel, natürlich. Und es war harte Arbeit, das können Sie mir glauben. Was war harte Arbeit? Ja, die beiden zusammenzubringen. Stefan war ja immer so fürchterlich brav. Jetzt mal ganz langsam. Sie selbst haben dieses Verhältnis in die Wege geleitet? Natürlich, sobald ich gehört habe, dass Annes Vater eine Sicherheitsanlage braucht. Das heißt, Sie haben Ihren Mann zu dieser Affäre überredet, nur damit er einen Auftrag bekommt? Was heißt hier nur? Die Konkurrenz schläft nicht. Da muss man einsetzen, was man hat. Dann war das also der wahre Grund, warum Sie den Kontakt zu Ihrer ehemaligen Studienkollegin Anne Fellhahn wieder aufgenommen haben? Ja, was denn sonst? Glauben Sie, ich gebe mich freiwillig mit so einer Zicke ab? Und lief die Affäre nach Plan? Ich denke schon. Vorgestern bei dem Essen, da hatte ich den Eindruck, dass die Sache ganz gut greift. Aber ich habe natürlich keine Ahnung, was anschließend zwischen den beiden passiert ist. Abgesehen davon, dass Stefan hinterher tot war. Da sehen Sie es. Sie ist wie Ihr Vater. Augen zu und davonlaufen. Außer mir wollte in diesem Haus nie jemand wahrhaben, wie es zugeht auf der Welt. Hier. Seriös genug? Was? Sie wollten noch seriöse Informationen über Fellhahn. Das hier ist das Beste, was ich in der Eile finden konnte. Eine alte Festschrift zur Verleihung des Industriepreises. Da ist ein Artikel drin über seine Laufbahn. Na, besser als gar nichts. Dahlberg, ich lese gerade Ihren Bericht über Ihren Besuch in der Redaktion dieser Klatschtante. Und? Also, da hätten Sie noch mehr nachhaken müssen, das reicht mir noch nicht. Ja, wie? Soll das heißen, ich muss da noch mal hin? Den Weg kennen Sie ja. Rainer Fellhorn hat eben angerufen. Er sitzt mit seiner Tochter im Café Herzog und fragt, ob wir zu einem Gespräch rüberkommen könnten. Warum kommt er nicht selber? Er will nicht gesehen werden, wie er hier bei uns ein- und ausgeht. Er hat Angst, dass die Presse Wind davon bekommt. Und mit der Presse hat er nun mal keine guten Erfahrungen. Ja, ach, das Café Herzog ist bekannt für seine exzellenten Sahnetorten. Schön. Ich blätter das hier noch ganz kurz durch. Mhm. Ja, Hanne, Mordkommission. Wie? Moment. Das gibt's doch gar nicht. Ja, gut, wir kommen, sofort. Was Ernstes? Ronald Bergmann ist tot. Wo du dein Konto hast? Du ahnst gar nicht, was die da alles noch nicht wussten. Ich schätze, da kommen jetzt viele, viele Fragen auf dich zu. Viel Glück und alles Gute. Er war betrunken, sagten Sie? Er war gar nicht wiederzuerkennen. Und dabei hat er ja sonst so viel auf sich gehalten. Herr Siska, unten ist eine junge Dame. Sie sagt, sie kannte Herrn Bergmann. Wo haben Sie ihn gefunden heute Morgen? Ich habe ihn heute Morgen betrunken im Treppenhaus gefunden. Warum sind Sie hergekommen? Wollten Sie ihn ebenfalls tot sehen? Haben Sie gedacht, dass Ihnen dann besser geht? Ja. Und geht's Ihnen besser? Eben. Aber er war's doch. Ich meine, er ist doch irgendwie schuld, dass mein Vater gestorben ist. Er und Sie. Frau Klaassen, die Ermittlungen führen wir.
Und hören Sie endlich damit auf, immer nur an Ihre Rache zu denken. Blau, habe ich gesagt, Alicia. Blau. Der Himmel hat auf all unseren Fotos blau zu sein, ob es ist oder nicht. Wozu gibt es einen Computer? Unsere Leser wollen blau. Grau haben sie zu Hause. Frau Nedbarski, darf ich Sie noch mal kurz was fragen? Sie dürfen immer. Sie sagten mir, dass Anne Fellhorns Mutter Selbstmord beging, weil herauskam, dass sie eine Vergangenheit hatte als... Liebesdame. Ja. Wie kam das heraus? Da sind wir. Entschuldigung. Wir wollten eben gehen. Wir dachten, Sie kommen nicht mehr. Es kam was Dringendes dazwischen. Was gibt's denn? Wir sind in Sorge. Sie sagten gestern, meine Tochter wäre in Gefahr. Das hat mein Kollege gesagt, nicht ich. Ich möchte Sie in Sicherheit bringen, mit Ihrer Erlaubnis. Wohin? Kurhotel Olymp. Eine geschlossene Anlage bei Starnberg. Sie wird dort rund um die Uhr betreut. Sie können sie dort natürlich jederzeit sehen, wenn Sie das wollen. Das werden wir wollen, ja. Danke, es geht schon. Habe ich Sie jetzt richtig verstanden? Sie sagten Ronald Bergmann? Ja, so hieß der Journalist. Es waren wirklich hässliche Artikel. Naja, er war jung und wollte sich profilieren mit seinen Enthüllungen. Aber wie er bei Frau Fellhorn ins Detail ging, das war wirklich alles andere als geschmackvoll. Also da hätte ja vielleicht sogar ich mich umgebracht. Mein Wagen steht da vorn. Ich habe ein bisschen über Sie nachgelesen. Ihre Vergangenheit, Ihren Werdegang. Es war ein anderes Leben. Ich flieg weit zurück. Ja, aber mir ist da etwas aufgefallen. Anne, was hast du? Das ist in meiner Tasche. Bleiben Sie ganz ruhig. Ganz ruhig. Legen Sie es vorsichtig hin. Das ist für mich. Da steht mein Name drauf. Leg es weg, Anne. Nein. Leg es weg. Nein. Nein. Wissen Sie, was mir aufgefallen ist? Dass Sie mal Chemie studiert haben. Ja, ja. Das wissen die wenigsten. Du warst nicht ehrlich zu mir. Ehrlicher geht's nicht. Ich wollte sterben. Ich kann nur sagen, bei uns wäre ein solcher Stil nie durchgegangen. Unsere Leser erwarten von uns Menschlichkeit und die kriegen sie. Hören Sie mir überhaupt noch zu? Natürlich. Siska? Dahlberg, ja? 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 Das passt genau ins Bild. Und wissen Sie auch, welchen kleinen Denkfehler Sie gemacht haben? Genau. Wir hatten ja nur die Aussage von Anne Fellhorn, dass ihre Tasche plötzlich schwerer geworden war. Aber niemand bei den Klassen hat ihr etwas zugesteckt. Und deshalb nehme ich Sie beide vorläufig fest wegen Verdachts des Mordes an Stefan Klaassen. Der Sprengsatz war von Anfang an in Ihrer Tasche. Sie selbst haben ihn zu den Klaassens mitgebracht. Ich nehme mal an, er war für Ronald Bergmann gedacht? Dieser Mann hat meine Mutter in den Tod getrieben. Und dann treffe ich ihn plötzlich wieder. Als Ediths Hausfreund. Er lebte. Es ging ihm gut. Er hielt sich für den Größten. Das konnte ich nicht ertragen. Und das haben Sie Ihrem Vater erzählt? Ihr Vater teilte Ihre Gefühle? Er baute die Bombe und verpackte sie als Geschenk. Ich wollte sie Bergmann heimlich in die Jacke stecken, damit er das Ding erst zu Hause findet und dort aufmacht. Aber Sie haben es nicht getan. Warum nicht? Ich war so glücklich an dem Abend. So verliebt. Auf einmal konnte ich niemandem mehr den Tod wünschen. Also habe ich das Ding einfach in meiner Tasche gelassen. Dann kam es zu dem Vorfall auf dem Parkplatz. Sie vergaßen die Tasche im Wagen. Und Stefan hat es aufgemacht. Natürlich begriffen Sie sofort, dass Sie die Schuld an seinem Tod haben. Aber jetzt sind Sie doch einen Schritt weiter gegangen. Sie wussten, dass wir Sie für das mögliche Opfer halten? Und das wollten Sie bekräftigen?
indem Sie uns hier einen weiteren Anschlag vorspielen. Sie sagte mir, das würde jeden Verdacht endgültig von uns ablenken. Deshalb habe ich ihr nochmal so ein Ding gebastelt. Ich kann sehr dumm sein. Ihre Tochter hatte einen anderen Plan. Sie wollte sich selbst töten. Es wäre das Beste gewesen für uns beide. Ich wäre jetzt tot und niemand hätte dich in Verdacht. Eins verstehe ich nicht. Stefan Glasen war doch ein anständiger Mann. So jemand reißt doch nicht einfach fremde Geschenke auf. Er wird gelesen haben, was auf dem Anhänger stand. Ich wollte nicht, dass Bergmann Verdacht schöpft. Deshalb habe ich draufgeschrieben, von Edith in Liebe. Also hat er es geöffnet, weil er dachte, das Geschenk kam von seiner Frau. Deshalb ist Stefan jetzt tot. Wenn Sterben so schnell geht, warum dann nicht auch ich? Kommen Sie bitte. Zu Fuß, Hanne? Oh ja, das ist eine gute Idee.